Hey ho, meine Lieben, ich muss noch langsam tun, aber essen muss ich und deswegen mache ich mir heute ganz chillig, lässig, ganz gemütlich. Ich weiß nicht, wie lange ich heute brauche mit meinem Essen. Jetzt haben wir es gerade 16.06 Uhr und ja, wie nenne ich mein Essen heute? Art Jäger Chicken Pasta, Pasta Chicken Jäger Art oder Jäger Pasta Chicken Art. Ich glaube, Jäger Chicken nach Art Pasta. Das kommt vielleicht am ehesten hin. Ich habe ein Video gesehen, das hat mich inspiriert, aber da ich ja äußerst selten was komplett nachmache, ja, tue ich komplett neu inspirieren und ja, bin so auf das Jäger Chicken gekommen. Und genau das mache ich jetzt drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche, wo ich euch zuerst die kompletten Zutaten zeige. Dann fange ich komplette Schnibbeln an und zum Würzen und natürlich dann in der Pfanne hole ich euch wieder dazu. Gehen wir rüber. So, Freunde, hier meine Zutaten. Wenn noch was dazu kommt, werde ich das dann sagen. Ich habe hier einmal Bandnudeln. Ja, das ist das erste, warum ich sage Pastaart. Ich weiß nicht, ob die Bandnudeln auch in die Kategorie Pasta gehören, aber ich mag Bandnudeln verdammt gerne und deswegen mache ich das mit Bandnudeln. Die werde ich mir jetzt nachher zuerst einmal eine Handvoll köcheln. Dann habe ich hier Tomaten passiert mit Kräutern, ein bisschen Sahne. Ob ich die brauche, weiß ich noch nicht. Dann auf alle Fälle Champignons, sonst wird es ja nicht Jägerart. Jetzt fällt mir schon wieder was ein. Wo haben wir es denn? Ich habe hier noch auch von Gefro so ein Zauberpülferchen Jägersoße. Da werde ich ein kleines bisschen nachher verwenden. Da könnt ihr ja von mir aus wegschauen. Dann meine Hähnchenbrust, die kommt gleich wieder in die Kühlung. Brauchen wir ja erst nachher. Dann Tomatenmark mit bisschen Knoblauch drin, Möhrchen, die werde ich klein raspeln, Zwiebeln werde ich klein häckseln, die Champignons auch klein schneiden, dann noch ein Mozzarella, den schneide ich auch etwas kleiner, Salz, Pfeffer, Paprika und ja, für die Würze noch ein bisschen Medikopter dazu und ich schnibbel jetzt alles, koche mir jetzt mal die Bandnudeln schon mal vor und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nachher wieder, wenn ich dann die Hähnchenbrust am Würzen bin. Und dann ist auch alles fertig geschnibbelt. Weil das kann bei mir jetzt dauern. Boah, da wären wir wieder. Ja, jetzt hänge ich schon 40 Minuten an meinem Essen dran. Möhrchen sind hier unten drin, oben die Champignons ganz grob geschnippelt. Stelle ich hier auch gleich mal darüber. Ich stelle alles bloß auf die Spüle momentan. Die Zwiebeln, Messer kann man raus tun. Deckel lasse ich noch drauf. Jetzt lasse ich wieder zum Heulen anfangen. Wunderbar klein gehäckselt. Den Mozzarella klein geschnitten. Tja. Und ja, allzu viel Chicken ist es nicht. Mir reicht es, hoffe ich zumindest. Und das tun wir jetzt einfach. Das Salzen, Pfeffern und Paprika. Achso, den Deckel sollte man runter tun. Der Pfeffer ist etwas sehr grob, habe ich das Gefühl, für die Mühle. Aber sie packt es noch. Halte durch! So, da tun wir natürlich noch schön Paprikapulver drüber. Und zum Schluss noch ein klein bisschen Medikopter und fertig. So.
letztens die Rindsrouladen habe ich hier nicht im Mehl getunkt. Könnte man hier jetzt machen, noch mehlieren, aber dann kleben die Stücke noch heftiger zusammen. Und dann müsste ich das alles schön sauber einzeln in die Pfanne reintun. Und dazu habe ich die einfach zu klein geschnitten. Deswegen lasse ich das Mehlieren weg. Aber wer will, kann das natürlich machen. So. Und dann können wir schon rüber gehen. Und das Vieh in der großen Gusseisernen anbrutzeln. Ja, ich habe Angst, dass mir die andere zu klein wird. So, also ich habe alles hier hingestellt, weil da hinten die Platte ist noch etwas warm. Ja, bei meinem Glück ist natürlich auch das Nudelwasser schön übergelaufen. Hat man vorher gerade eine Riesensauerei gemacht. Aber egal. So, ihr könnt gerne Öl nehmen. Ich nehme lieber einen Butterschmalz. Wobei eigentlich ein Öl fast sinnvoller wäre. Aber ich liebe einfach diesen Geschmack. Das ist einfach der Hammer mit Butterschmalz. So. Dann lassen wir das schnell warm werden, schmelzen. Und dann Butterschmalz tue ich noch nicht wegräumen. Jo. Ein bisschen Tomatenmark schmeiße ich auch gleich mit rein. Nanu. Ja, die Tube wird schon öfters gequetscht. Deswegen druckt es da überall das Zeug raus. So. Aber jetzt erstmal schön warm werden lassen. Ich habe euch mal näher hergeholt und ja. Das brutzelt schon, dann schmeißen wir gleich das Hähnchen rein. Die Pfanne ist, glaube ich, groß genug. Und dann braten wir unser Hähnchen erst einmal schön an. Ich mache bloß die Schüssel schnell sauber, weil da kommt nachher das Hähnchen dabei wieder rein. Wenn es angebrutzelt ist. Ja. Eigentlich soll es auseinander gehen. So. Jedes Teil einzeln. Und so braten wir das jetzt erstmal ordentlich an. Nachdem das jetzt schön angebrutzelt ist, fischen wir das schnell wieder heraus. Ein Stück auch da rein. Hier abschließen. Ja, und dann geht schon los mit dem Zwiebeln. Also man sollte den Schaber, wenn man hat, auf keinen Fall verlieren, weil der passt hier genau in die Mulden rein. Ich brauche hier jetzt ruckzuck noch ein bisschen Butterschmalz. So, wieder ein Becher leer. Rösten wir einmal nämlich die Zwiebelchen an. Die kommen danach auch noch mal raus. Eigentlich schon fast ein Wokgericht, wenn wir alle wieder raustun.
Ein bisschen Gemüsebrühe habe ich mir auch wieder angerührt. Hm. Wahrscheinlich sauge ich sie vorher wieder leer. Warum tue ich die Zwiebeln wieder raus? Na, ganz einfach, damit die nicht verbrennen, verkokeln, bis alles wirklich schön sauber angebraten ist. Jetzt kommen die Pilze mit dem Möhrchen rein. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen verschmoren. Ich hoffe, dass jetzt die Pilze ein bisschen wässern. Ansonsten schütte ich einfach ein bisschen Brühe dazu. Also sprich Kipp. So, das brutzel ich jetzt ein bisschen und dann hole ich euch wieder dazu. Jawohl. Nachdem jetzt ja, die Pilze schön zusammengeschmort sind, schön gewässert haben, gut, ich habe ein bisschen was von der Brühe auch mit, naja, aber nicht so arg viel, machen wir hier jetzt die Dose mit den passierten Tomaten auf und spritzen hoffentlich nicht wieder alles komplett voll hier. Na komm. Und die spüle ich jetzt erst einmal mit Wasser aus. Man kann natürlich auch zwei oder drei Dosen nehmen, je nachdem wie tomatig man das haben möchte. Aber ich denke, für mich ist das jetzt genau richtig und fertig. Dann kann man das, die Zwiebeln und das Hähnchen auch gleich wieder reintun. Was jetzt nicht unbedingt nötig ist, was man aber eben machen kann. Und hier hinten habe ich gesuckelt. Oh Mann. Ich habe es an der Finger. Also was man eben machen kann, um den Geschmack hier noch etwas mehr in die Jägersoßenrichtung zu bringen. Einfach da zwei oder drei Löffelchen dazu tun. Nicht übertreiben. So, fertig. Wer schimpft, ja, ist mir wurscht. Ich mache das ganz einfach so, weil ich das gerne mag. So, das Ganze jetzt schön verrühren. Und erst einmal ein paar Minütchen vor sich hin köcheln lassen. Bisschen runterschalten, damit das unten nicht ankokelt. Ist ja dieses Mal die Gusspfanne. Wenn ich mir das so anschaue, hätte es fast sogar noch weniger Tomate sein können. Aber eins weiß ich gewiss, ich muss mich morgen nicht um was zum Essen kümmern. So, und was wir jetzt auch gleich machen können, ist die Mozzarella mit rein. Jawohl, das habe ich auch in dem anderen Video gesehen. So ein bisschen was kann ja auch von anderen abschauen und verwenden. So. Jetzt lassen wir den Mozzarella ein bisschen schmelzen. Ich hoffe, dass der schön schmilzt. Und danach kommt noch ein Schluckel Sahne mit rein. Jo, und dann unsere Bandnudeln. Bandnudeln habe ich, ja, genau. Und dann ist das Essen schon fertig. Fast. Und ich sauge wirklich meine Brühe so. Ja, und wenn sie der Mozzarella schön flüssig wird und so langsam so schöne Fäden hier zieht, ja, hier, ja,
dann haue ich jetzt, oder hauen wir halt noch die Sahne mit rein. Ich tue jetzt das komplette Backerl mit rein. Das sind 200 Gramm. So. Also was ich auf alle Fälle anders machen täte, wenn ich das nochmal mache, das sage ich euch dann im Anschluss im Fazit. Etwas ist mir nämlich schon aufgefallen, aber das kommt hinterher. Und geil schmeckt es auf alle Fälle. Ja. So viel Nudeln, Bandnudeln habe ich mir gar nicht gekocht. Schmeißen wir sie hier rein. Eigentlich habe ich sie genügend abgeschreckt. Naja, werden schon auseinander gehen. Zur Not mache ich mir morgen halt nochmal ein paar Nudeln. Ist ja kein Ding. So, jetzt stehe ich schon wieder Stunde 15 hier in der Küche. Aber wie gesagt, man muss sich ja was zum Essen machen. Das lasse ich jetzt noch ein klein bisschen stehen, dass das alles noch schön warm wird nochmal, also sprich die Nudeln, und dann kann ich mir das auf den Teller tun und essen. So, meine Lieben, ich würde mal sagen, tun wir ein bisschen wegzoomen, dass wir ein bisschen besser sehen, und ja, das sieht hervorragend aus. Vom Probiererle her hat es ja vorher auch schon sehr lecker geschmeckt. Und ich mache mir hier jetzt mein Tellerchen voll. Und ihr seht schon, ich werde wirklich wieder 2 oder 3 Tage daran essen. Also wäre mir schuld, wenn keiner vorbeikommt. Dann esse ich mein Zeug alles alleine. Ja. Noch ein bisschen. Ja. Geh auf. Ein grünes Dekofutter drauf und fertig. Gehen wir rüber zum Essen, zum Probieren. Ja, und somit ist meine Jäger Chicken Pasta fertig. Oh, der Teller ist ziemlich warm. Und jetzt kommt das Wichtigste, probieren. Das ist wirklich eine Mischung zwischen italienischem Flair und deutscher Jägersoße, Jägeressen-Geschichte. Es liegt genau mittendrin. Richtig geil, also mir schmeckt es richtig lecker. Und was ich aber das nächste Mal anders machen würde, definitiv, ist weniger, habe ich ja vorher gesagt, weniger von der von den passierten Tomaten nehmen. Also da wesentlich weniger. Aber ansonsten würde ich das genau so wieder machen. Tja, und in diesem Sinne, Leute, Hähnchen noch. Geil. Wünsche ich ein gutes Gelingen. Sollte es jemand nachmachen. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Freundliches Kommentar, Abo, ihr wisst Bescheid. Leute, ich kann bloß noch sagen, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Yummy.